Hallo, schön, dass ihr dabei seid, heute zu leckeren klassischen Zimtsternen. Für Zimtsterne braucht man gar nicht so viele Zutaten, sondern lediglich gemahlene Mandeln, Eier, Puderzucker, möglichst gesiebt, eine Prise Salz, etwas Vanillezucker und natürlich jede Menge Zimt und etwas Kakao. Die genauen Mengenangaben sowie das Rezept zum Nachlesen findet ihr wie immer auf lieblingsgeschmack.de. Als erstes vermische ich die gemahlenen Mandeln mit dem Zimt und dem Kakao. Das Ganze wird kurz untergerührt und zur Seite gestellt. Als nächstes werden die Eier getrennt. Wir brauchen nämlich für dieses Rezept lediglich das Eiweiß. Das Eigelb könnt ihr anderweitig verwenden. Das Eiweiß wird mit dem Salz kurz angeschlagen. Dann kommt Vanillezucker dazu und portionsweise der Puderzucker. Das Ganze wird dann eine ganze Weile lang aufgeschlagen, bis der Eischnee richtig schön fest geworden ist. Hier könnt ihr sehen, wie das Ganze schöne Spitzen zieht. So soll der Eischnee dann auch sein. Als nächstes nehme ich mir einen Gummischaber und entnehme etwa ein Drittel des Eischnees, gebe das in eine Schüssel und decke es mit Frischhaltefolie ab, damit uns die Masse nicht fest wird. In den restlichen Eischnee werden jetzt die trockenen Zutaten portionsweise untergehoben. Das Ganze macht ihr so lange, bis der Gummilöffel das nicht mehr schafft und dann knetet ihr einfach mit der Hand weiter. Zimtsterne sind die Klassiker und gehören einfach auf jeden Weihnachtsteller. Wie seht ihr das? Schreibt mir eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Noch mehr Plätzcheninspiration findet ihr auf meinem Kanal oder auf meinem Blog. Stöbert dort einfach mal durch, da werdet ihr sicherlich fündig. Daraus sollte dann ein geschmeidiger Teig entstehen. Den fertig gekneteten Teig wickel ich jetzt in Frischhaltefolie und lege das Ganze für gute 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank. Ihr könnt ihn aber auch einen Tag vorher vorbereiten und über Nacht in den Kühlschrank legen. Am nächsten Tag schneide ich mir portionsweise von dem Teig etwas ab und rolle es auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus, etwa 5 mm dick. Mit Ausstechern könnt ihr dann eure Wunschformen ausstechen. Weil es nun mal Zimtsterne sind, habe ich für dieses Rezept jetzt speziell Sternausstecher genommen. Ihr könnt aber auch jeden anderen Ausstecher verwenden. Die ausgestochenen Plätzchen bekommen jetzt noch ihre weiße Haube. Dazu nehmen wir uns den Eischnee, den wir vorher zur Seite gestellt haben, und mit einem Messer oder mit einer Palette könnt ihr dann den Eischnee auf den Plätzchen verteilen. Die kommen dann auf ein Backblech und sollten dann etwa 10 bis 15 Minuten stehen, damit die obere Haut leicht antrocknet, damit sie beim Backen nicht reißt, und dann kommt das Blech bei 120 Grad etwa für 10 bis 15 Minuten in den Backofen. Achtet darauf, dass die Oberfläche nicht dunkel wird. Die soll ja noch schön weiß bleiben. Nach dem Backen lasst ihr eure Sterne auskühlen, am besten auf einem Abkühlgitter, und dann könnt ihr sie auch schon genießen. Ich pudere zum Schluss immer gerne noch etwas Zimt darüber, denn ich finde, Zimt kann es nie genug sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!